Natürlich, so taucht er sofort auf, ne? Und ich hätte jetzt gedacht, ich müsste Feuer oder so finden. Ah, wir tauchen wieder ein ins Spiegel. So, was haben wir jetzt? Ach, die Frau, guck dir mal an. Wir sind im Baumhaus. Wir sind wahrscheinlich wieder das Mädchen und die Frau guckt nach uns. Ellie. Ellie. Ellie, honey. Where are you? Sind auf jeden Fall das Mädchen, ne? Vielleicht hat das Vögelchen ja Hunger. Schön, wie die das sagen, ne? Auf jeden Fall. Ella hat ja ein sehr gutes, ein sehr schönes Baumhaus. Ich brauche etwas Langes, um da ranzukommen. Eine Kurbel. Wo brauchen wir die denn? Noch ein Stern? Naja, ein Stück Brot. Ja, hier Vogel, fress du mal was Brot. Ich hab doch hier sowas. Ein Lineal. Warum nicht, ne? Sieht wie eine Art Achse aus. Ist hier irgendwo ein Rad? Das Rad liegt da drunter, aber ich weiß nicht, wofür ich dieses Teil hier brauche, weil anscheinend nicht dafür. Und das Lineal auch nicht dafür. Geheimversteck, Kaninchen, Kescher. Das schauen wir doch hier. Ohne einen Stiel, ah. Und damit kann man das Vögelchen. Kann ich damit jetzt machen? Natürlich. Wie soll es anders sein? Wimpel. Ein Rad kann man doch hier aufhängen. So, Sterne, Geheimversteck, Kaninchen. Ah, noch ein Stern. Geheimversteck und da drin ist der Kaninchen. Ich muss die Bretter irgendwie lösen. Ach, das Kaninchen hatten wir doch schon mal, ne? Oh, thank goodness, you're all right. It's too dangerous to go out alone at night. Don't ever do that again. I love you so much. I'd never forgive myself if something happened to you. Genau, sagte ich doch eben, man kann es doch einfach kaputt hauen. Was habe ich denn hier? Ölflasche, super. So. Ein Baumhaus. Dieser Ort war bestimmt etwas ganz Besonderes für das kleine Mädchen. Hier konnte sie stundenlang spielen. Natürlich hat sich die Mutter furchtbare Sorgen gemacht, als sie das Mädchen von zu Hause fortlief. Ja, jetzt haben wir Öl. Damit können wir doch muss etwas ordentliches Krach machen, damit der Henderson für eine Weile abgelenkt ist. Die Chance. Hm.
Wahrscheinlich muss ich Mais da rein tun, damit das Popcorn gemacht wird, ne? Und dann wird immer weiter Popcorn sprießen. Und dadurch ist er abgelenkt, oder? Die Frage ist nur, wie komme ich da ran? Ich habe hier noch was, ne? Oder brauche ich ja dieses Zahnrad? Was sag ich, mit Stacheldraht zugeschnürt? Dann stell ihn doch einfach auf. So, und jetzt kann ich damit wieder hier hin. Leg den Maiskolben da rein. Geht das nicht? Nö. Ich hätte es gedacht, ich müsste den da reinlegen, damit er auch so aufpoppt, ne? Dann wird jetzt auch so langsam, da bin ich immer so ungeduldig, denke ich mir, ey, komm. Mach doch irgendwas. Muss man auch da reinmachen, aber erst muss man den Mais verarbeiten. Kommt der da jetzt? Ja. Och, die haben sie echt schön, ne? Brauchen wir den erstmal einen Dollar. Ich fliege der Eule fehlen und wahrscheinlich funktioniert die Uhr deshalb nicht. Feuerzeug. Ja, die haben es übelst schön. Also finde ich. Im Kamin her. Ich finde, ich lebe nicht geschlossen und der Besitzer ist bestimmt noch in der Küche. Dann gehen wir mal hoch. Ein Dollar. Wir sind endlich im Haus, das freut mich so ein bisschen. Ah, wieder ein Rätsel. Das Haus ist voller Rätsel. Die Eulenflügel. Der Sänger, der hat wirklich eine Menge Platz. Könnte alles mögliche drin verstecken. Jetzt muss ich noch die Tinte aufbauen. Aber wofür? Wofür soll ich denn hier irgendwas schreiben? Hier ist die Frau drin. Go away, Zachary. I don't want to talk to you. Ach, Zachary war nicht die Frau, das ist der Mann. Das ist ja Abigail, ne? Ich dachte eben, das wäre eine Frau, hatte ich doch, glaube ich, am Anfang mal vorgelesen. Was war denn das da? Ich meine eigentlich das. Gar nichts. Ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Okay, eine haben wir schon mal.
Ja, aber wie gesagt, hier brauche ich ja Tinte, ne? Ich habe doch einen leeren Krug. Ich kann doch jetzt Orangensaft machen. Ich kann mir doch jetzt was gönnen. Aber was bringt mir das? Jetzt ist hier was aufgegangen. Soll ich damit das Feuer löschen? Schnürhaken? Macht ja immer bekloppter hier. Soll ich damit sowas aufbrechen hier, oder? Ne, da brauche ich ja die Eidechse für. Jetzt weiß ich es. Ja, manchmal weiß man nicht, wie man weitermachen soll. Und dann überlegst du und dann denkst du, ah, da oben habe ich schon gar nicht hingeklickt. Ja, das macht Sinn. So, Haus, Motel. Ich will da eh nie wieder hin. Ja, da hast du auch recht. Oh ja, ja. Hier ist aber einer heiß am Duschen. Ich mache mal die Bude auf hier. Raus damit, ey. Wer duscht denn hier? Gott sei Dank, kann doch nicht sein. Was ist denn das? Jod. Er hatte eigentlich eine Dusche, einen Spiegel in der Dusche. Würde ich das Teil doch eher da hinstellen und mir da den Spiegel hinmachen. Und dann mit einer Leitner. Egal. So, bin ich jetzt hier nur reingegangen für das Jod. Hier ist noch was. Diese Kacheln sind nicht mehr die neuesten. Ich wette, dass ich mir richtig zerbrechen könnte. Ja, mit dem Schnürhaken. Genau, ich muss die Kombination erst finden. Kann ich mit dem Jod? Ich sollte eigentlich Tinte finden, aber mit Jod kann man auch schreiben. Und wofür? Was soll ich schreiben? Liebe Freundessen, wir brauchen ganz dringend Ihre Hilfe. Können wir uns irgendwo unterhalten? Ich muss Freundessen einen Brief zukommen lassen. Warum nimmt er den jetzt nicht mit? Ja, dann nehmen wir noch mit. Ja, aber wie? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert.
Ja, aber da komme ich ja nicht rein. Das ist Mädchen. Also gibt's dieses Mädchen also noch? Migami-Buch. Was mach ich denn damit? Muss aber immer noch hier bleiben, ne? Sinn. Ja, aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Hab ich doch. Oh, super. Weil ich es hier hingelegt habe und nicht da. Ja, klasse. So nicht richtig. Moment. So? Nein. In der Mitte, was noch da? Das macht Sinn. Okay, hoffentlich kapiert das Spiel das jetzt. Aha. So, der ist wieder von hier nach da und von da. Ne, von da nach da. So habe ich die früher auch mal gezeichnet. Also gebastelt, nicht gezeichnet. So, die nach runter, aber jetzt wird's kompliziert. Ich mache immer. Ich muss was abgewöhnen, dass ich immer so mache. So, der kommt danach.